Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, Sonntagmorgen, wieder hier auf meiner Terrasse. Wir haben eigentlich vorgehabt, heute auf den Markt zu fahren, Secondhand-Kleidung und zu verkaufen, aber das hat sich dann herausgestellt, dass kein Platz mehr frei ist. Das heißt, den Platz, den wir eigentlich nehmen wollten, ist jetzt leider schon vergeben und daher, ja, ist das Auto jetzt schon mal beladen mit dem ganzen Zeug, aber wir sind jetzt gar nicht losgefahren, denn wenn man keinen Platz hat, da, ja, das kann man sich das auch sparen. So, aber das ist ja jetzt bei dieser Militärkaserne nachmittags ein anderer Markt und da werden wir dann hinfahren. Ich bin von der ganzen Sache sowieso nicht begeistert mit Secondhand-Kleidung und so, aber gut, wenn meine Frau das unbedingt möchte, dann werde ich sie halt hinfahren, damit sie da ein bisschen was verkaufen kann. So, der Kang ist nicht hier, der ist gestern. Ich habe zuerst gedacht, der fährt da zu seinem Straßenverkauf, was er da irgendwann eröffnen möchte. Nee, der ist nach Bangkok gefahren mit seinem Auto und hat dann mit den Bremsen Probleme gekommen, musste in die Werkstatt und hin und her, ja, hat er es jetzt machen lassen. Was da genau war mit den Bremsen, keine Ahnung. Es war nicht ganz billig, also 3.500 Baht hat er bezahlt. Ja, so geht es halt. Mit alten Autos ist immer was zu reparieren. Ne? Und dann mit seinem Straßenverkauf, wie gesagt, manche Zuschauer fragen mich, hey, was ist da jetzt? Wann macht er endlich auf und so? Ich weiß es nicht, Leute. Und es interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, weil das heißt dann immer nächste Woche und nächste Woche und wahrscheinlich wird es dann Weihnachten, Neujahr und keine Ahnung. Also ja. Jedenfalls, sollte es tatsächlich mal eröffnet werden, werde ich es euch sagen und werde wahrscheinlich auch ein Video machen. Aber bis dahin. So, dann in der Nacht hat es wieder geregnet und zwar, ja, nicht so heftig, aber schon ist einiges runtergekommen. Die Reisfelder ist natürlich für die Reisfelder gut. Im Teich hat sich auch ein bisschen Wasser gesammelt. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch die restlichen Fische einfach da drinnen lassen, noch ein bisschen aufräumen. Und eventuell noch Grundwasser da reinpumpen werden in den Teich, damit es schön langsam, ja, und dann, es sieht schöner aus, wenn der Teich voll ist. Und jetzt kommt der Regen wahrscheinlich, der Regen allein wird nicht ausreichen, dass der Teich tatsächlich voll wird. Deshalb werde ich da noch einfach mit der Pumpe Wasser reinpumpen. Und dann sieht es wieder schön aus. Denn ist so ein hässliches Loch jetzt da, nee, das sieht gar nicht gut aus, gefällt mir nicht. So, und ansonsten mit dem Müll, der steht immer noch da vorne draußen. Wahrscheinlich passiert das heute, weil hat wirklich keine Zeit gehabt. Deshalb, ja, ist okay, Clip abmachen, Markt gehen und dies und jenes. Aber heute ist eigentlich Zeit. Und deshalb mal sehen. Es ist ja so, wenn es jetzt, ich würde das alles selber entsorgen. Ich brauche gar keine Hilfe und nichts. Aber ich darf das nicht, weil das sind ja verschiedene Sachen. Meine Frau will da nichts wegschmeißen und das braucht sie noch und das, alles wunderbar. Also sie sagt, sie macht es. Dann wird sie es halt machen, Sachen, die sie noch braucht, irgendwo verstauen, natürlich nicht neben das Haus und der Rest wird weggeworfen. Ja. Okay. Und dann, was wollte ich noch sagen? Ja. Also Leute, morgen ist Muttertag hier in Thailand. Ich habe jetzt das im vorigen Video schon gesagt. Und drei verschiedene Leute kommentiert, nee, das stimmt nicht, der Muttertag war schon, also das ist was anderes. Nein, ist nichts anderes, nochmal zu mitschreiben, morgen, den 12. August, ist Muttertag in Thailand. Wer es nicht glaubt, der soll nachgoogeln und da steht es auch. Also das ist so. Ich weiß nicht, warum die Leute und woher sie die Informationen nehmen, dass sie sagen, nee, es ist kein Muttertag, es ist hier ein Geburtstag von. Es ist Muttertag hier in Thailand. Punkt. So. Und weil wir jetzt schon mal bei den Kommentaren sind, habe ich gestern noch mal zwei ganz bitterböse Kommentare bekommen. Und zwar habe ich irgendwann mal ein Video gemacht, was man so halt in Thailand auch an Wohnungen mieten kann. Und wenn man Glück hat, dass das ganz billig ist, nicht? Und es ging darum, wo ich früher gewohnt habe, bevor bevor dieses Haus hier fertig war, habe ich ja bei einem etwas entfernten Nachbar da gewohnt. In einer schönen Holzhütte draußen in der Natur mit Toilette,
Dusche, Bad, so wie, also Bad, Dusche halt, wie das so die thailändischen sind. Da haben wir 2000 Baht bezahlt im Monat. Und das war sehr günstig und war eigentlich, ich habe mir öfters gedacht, Leute, mehr braucht man hier eigentlich nicht. Ein schönes Häuschen da, ein Platz zum Schlafen, ein Teich daneben hat er da gehabt und da kann man auch sehr günstig leben. Und das Zweite, was ich in diesem Video gesagt habe, ein Nachbar, den ich persönlich kenne, der ist jetzt weggezogen, aber er hat ein Haus gemietet neben dem Bad. Ein richtig schönes Haus. Nicht mehr das Neueste, aber inzwischen wurde es renoviert, sieht super aus, aber damals war es noch nicht renoviert, für 1500 Baht im Monat. Und das ist wirklich ein Haus, da hat früher eine Lehrerin gewohnt. Also, und die gehören ja mehr zur gehobenen Klasse hier in Thailand. Also das ist keine Bruchbude, das war richtig schön, da hat er ein Schnäppchen gemacht. Und jetzt zu diesem Video habe ich diese Kommentare dann gekriegt. Ich würde die Leute verarschen, ich würde sie falsch informieren und was das Ganze soll, weil es nie und nimmer würde sowas geben und keine Ahnung, was für Probleme dieser Mann gehabt hat. Der mit seiner Frau hätte sowas nicht gefunden und wenn man mit, was weiß ich, 2000 Baht oder so, das würde dann, ja, also hin und her, ich habe keine Lust auf solche Kommentare zu antworten, Leute. Deshalb habe ich nicht, den Mann nicht blockiert, sondern der kann nicht mehr kommentieren, weil ich habe keine Lust auf solche Diskussionen. Aber nochmal, das ist wirklich so, ich kann euch das Haus zeigen, wer Interesse hat, es ist nicht mehr zum Vermieten. Er steht da neben dem Tempel, ist ein sehr schönes Haus und er hat das wirklich ein Schnäppchen gemacht. Für 1500 Baht im Monat hat er dieses Haus gemietet und ist, ich weiß nicht, fast 2 Jahre oder so, hat er da gewohnt, bis er dann sich eine Farm gekauft hat in der Nähe und ist dann mit seiner Frau umgezogen. Also das ist jetzt ein Fall, den ich persönlich kenne und das ich so nicht vom Hören sagen. Und das Zweite ist, was ich ja bezahlt habe. Ich glaube, ich werde ja noch wissen, wie viel Miete ich damals bezahlt habe und wo ich gewohnt habe, nicht? Ich habe damals noch keine Videos gemacht, aber ich habe das auch auf Facebook gepostet und sehr schön, idyllisch gelegen. Und von daher, ich würde die Leute verarschen, ich würde sie falsch informieren. Ich informiere die Leute nur von dem hier, was ich selber erlebe, was ich da selber sehe und so weiter. Mein Leben in Thailand hier in Misan und warum sollte ich, ich würde die Leute verarschen? Nee, das geht gar nicht. Also wenn mir einer so kommt, dann ist Schluss, ist Ende Gelände. Mit solchen Leuten möchte ich keine Diskussionen, weil ich weiß nicht, was für Probleme die haben, aber nee, das ist mir einfach zu dumm, mit so jemandem nicht zu unterhalten, sage ich jetzt mal. Ne? Okay, das wollte ich noch gesagt haben. Also vielleicht hat jemand die Kommentare gelesen und wundert sich jetzt vielleicht, weil die nicht mehr da sind, die sagen, hey, der Matthias, die Kommentare, die ihm nicht gefallen, löscht er. Nee, das ist nicht so. Ich lösche die Leute, die mir nicht gefallen. Die sind dann draußen und können nicht mehr kommentieren und das ist gut so. Ich möchte meinen Kanal auch sauber halten. Ich habe nichts gegen Kritik und so, aber gleich mit Beschuldigungen kommen, ich würde die Leute falsch informieren und ich würde sie verarschen und was weiß ich, ist alles unwahr, was ich hier sage. Ich meine, geht's noch? Nee, das ist, nee, das geht gar nicht. Okay, aber darüber lassen wir uns den Tag nicht verderben, Leute. Es ist ein schöner Sonntagmorgen. Also, wie gesagt, mit dem Markt hat es nicht geklappt. Aber wie gesagt, gehen wir dann nachmittags. Ich bin nicht begeistert vom Ganzen, aber gut, wenn es meine Frau möchte, fahre ich sie hin. Weil andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Der Kang ist nicht hier. Und ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt. Gut. Und ansonsten, ja, mit dem Teich werde ich wahrscheinlich so lassen. Jetzt, es hat noch mal geregnet und einfach noch das Gras so ein bisschen rausfischen da, dass das nicht da an der Oberfläche herumschwimmt. Und ansonsten bleibt es auch so. Okay, und dann, wie gesagt, irgendwann werde ich auch, ich habe schon lange vorgehabt, jetzt ein bisschen Urlaub machen. Das Wetter ist ja ein bisschen besser geworden, auch auf Koh Chang, obwohl ist halt Regenzeit, da darf man nicht zu viel erwarten. Aber einfach mal ein paar Tage so Tapeten wechseln, so, das tut mit Sicherheit gut, mal was anderes sehen, weil die ganze Zeit hier am Grundstück, ja, ein Tag wie der andere, immer dasselbe, da muss man schon mal ab und zu auch raus. Jetzt den 17. muss ich da noch mit meiner Frau nach Buriram fahren, da haben wir noch irgendwas zu erledigen, eine Freundin besuchen und so, aber danach kann es dann losgehen. Ne? Ja.
Schluck Wasser. Wo ist das denn hier? Kaffee habe ich noch keinen gehabt, aber ab und zu geht es auch ohne. Es muss nicht unbedingt sein. Es ist aber gut am Morgen, wenn man einen Kaffee hat, nicht? Mit der Lieferung aus Chiang Mai scheint es nicht mehr zu klappen. Also muss ich mir einen anderen Lieferanten suchen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber wie gesagt, die Leute wohnen jetzt hier in Surin und wie er noch da in Chiang Mai gewohnt hat, hat er es dasselbe gemacht. Und jetzt anscheinend, das heißt, er hat sie das selber zu uns geschickt. Und jetzt klappt es eigentlich nicht mehr so. Okay, schade, war ein guter Kaffee, aber es gibt auch noch andere gute Sorten. Ja. So, unsere Mimi läuft auch in der Gegend herum. Ich habe sie jetzt eingefangen. Hey, schöne Katze. Ja. Ja, Leute, und dann noch ein paar Worte zu meinem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt 2400 Abonnenten. Vielen Dank an euch alle. Es ist ein kleiner Kanal. Ich meine, so interessant, was soll da schon viel im Isan halt nicht. Also das ist eher so ein Bericht, wie das tägliche Leben hier im Isan ist. Und ist also nicht hochinteressant und so. Ja, fast eigentlich immer dasselbe. Dann die Reisfelder, dann die Kühe, dann der Fischteich. Und was sonst so noch. Ja. Und ich schaue mir auch andere Kanäle an. Von anderen YouTuber, die natürlich mehr Abonnenten haben und so. Und habe jetzt gestern gerade ein Video gesehen von Stefan Chang. Der hat ein Video bei in Koh Samui da gemacht. So. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gefallen. So würde ich es gerne auch machen. Nicht? Also gut, man muss da reisen, braucht das, das nötige Equipment auch dazu mit Drohne und so. Also so stelle ich mir Videos aus Thailand vor, wie sie der Mann gemacht hat. Er hat auch enorm viele Zuschauer und so, aber das ist auch mit Arbeit verbunden und das ist ein sehr gelungenes Video, finde ich. Schau das einfach mal an, kann ich nur empfehlen. Und so sollte eigentlich ein Video über Thailand aussehen, mal über Koh Phangan und so. So habe ich mir in Zukunft vielleicht meinen Kanal auch vorgestellt, wenn ich mehr Zeit habe, mehr Reisen und dies und jenes zeigen aus Thailand oder auch aus anderen Ländern. Ist sehr interessant. Jedenfalls interessanter als hier in Misan ist ja auch, ja, aber es ist dann irgendwann eigentlich immer dasselbe, nicht? Also das ist doch das Landleben, das Dorfleben und ja, und Thailand ist ja nicht nur, ja, es ist einfach zu schade, dass man den Rest seines Lebens hier nur in Misan verbringt, so sehr ich auch, dieses Landleben mag. Das ist eher so gedacht, habe ich schon mal gesagt. Immer wieder mal zwischendurch reisen und dann nach Hause kommen, hier in den Isan und hier relaxen und ja, die nächste Reise vorzubereiten. So habe ich mir oder so stelle ich mir auch meine Zukunft vor. Gut, meine Videos ist jetzt mal so fast wie ein Tagebuch oder wie ein Bericht, wie das Leben wirklich hier in Isan ist und wie ich es tagtäglich erlebe. Und ich sage wirklich so, wie es ist. Ich tu da nichts verheimlichen oder nur halbe Wahrheiten oder so. Ich zeige es einfach so, wie gesagt, wie ich es erlebe hier tagtäglich und muss nicht immer interessant sein. Manchmal ist es auch langweilig, klar. Aber so ist es nun mal. Und deshalb das ist sehr gedacht für Leute, die vorhaben, irgendwann in den Isan zu ziehen, also hier zu wohnen. Ja, das glaube ich, ist eine ganz gute Information, dass sie wissen, hey, so ist es halt. So oder so ähnlich wie bei Matthias ist es halt hier im Isan. In Surin vielleicht anderswo ist es ein bisschen anders oder so, aber generell glaube ich, ja, es ist halt ganz anders als in Urlaubsgebieten, wo ständig was los ist mit Nachtleben und wo man verschiedene Sehenswürdigkeiten sehen kann. Das ist halt, ja, der Isan ist da ganz anders. Ist eher was zum Entspannen, zum, wenn man die Ruhe mag, das Landleben, die Tiere, die Reisfelder. Also mir gefällt es hier, es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt, nur ab und zu möchte ich dann auch schon ein bisschen raus, ne? Ein bisschen raus und auch für längere Zeit. Deshalb habe ich ja gesagt, deshalb ist der Kang hierher gekommen, der soll dann hier wohnen und aufs Grundstück aufpassen.
so gut es eben geht, nicht, und dass jemand da ist. Denn wenn man hier alles abschließt und geht weg, wo wir hier mitten in den Reisfeldern sind, das geht auf die Dauer nicht gut. Ne? Aber wenn jemand da ist, hoffe ich, dass es doch klappt dann. Okay, und das war's dann wieder auch für heute. Ja, euch noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.